Servus zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Europa Universalis 4, hier mit unserem Hanse-Let's Play am Start und Paul. Hi. Hallo. So, wundert euch nicht, mir geht's heute nicht so wahnsinnig gut. Ich hatte gestern Corona-Booster-Impfung und bin ein bisschen schlapp, aber also vielleicht hört man das ein bisschen raus. Ja, wir führen einen Krieg gegen Dänemark und es läuft so semi-prickelnd gerade. Wir müssen auf jeden Fall Lübeck befreien. Und dafür warten wir jetzt mal 3 Tage. Denn dann kann ich ein bisschen Geld an Bremen schicken und Bremen rekrutiert Söldner. Das hätten wir schon längst mal machen sollen. Das war irgendwie dämlich, das nicht zu tun. Aber wir können es ja noch nachholen. Sammeln wir uns vielleicht mal in Bremen. Ja, ich würde eine Provinz weiterlaufen nach Heuer oder so, damit wir nicht alle auf den Dings draufstecken. Ja, Versorgungslimit 48, also. Ja, gut, ja, dann ist ja egal. Ich kann mir so viel kriegen. Die Reichsstadtkompanie, das, da habe ich noch nie von gehört, aber es ist cool, dass es das gibt. Nein, ich bin ein Feigling! Bei der Herrschaft über Lübeck erhalten wir Moralarmee minus 5%. Ah. Und das ist auch noch Wenzel Engel. Der führt natürlich aber selber die Armee, oder? Ja, wobei, er ist ein Feigling, er führt nicht selber die Armee. So, die wolltest noch unterstützend anschließen, machen. Für den Teutonen. Oh ja. Ich glaube, er kommt. Gut, dann, So, ich würde dann mal Lauenburg? Lübeck latschen. Okay. Lübeck. Lauenburg ist gerade schon selbst frei, also die sind weggelaufen. Okay. Ja, dann nach Holstein und einfach von hinten kommen. Mhm. Ja, gut, ich mache jetzt monatlich ein bisschen Minus, aber das wird schon irgendwie. Hallo, 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 hallo. Ah! Ja, seh's. Ja, okay, easy. Gut. Sagen, was ist denn jetzt los? Warum gehst du nicht mit rein? Oh, jetzt können die Söldner belagern, ja. Dithmarschen. Also ich hatte einen Belagerungsgeneral, aber der ist leider feige. Der wird nicht Armeen anführen. Naja. Ich weiß nicht, ob das für seine Wiederwahl so gut ist, ne? Ja. Ach ja, ach ja. Oh, ich habe noch ein Schiff dazu bekommen. Nett. Also ich kann keine Seehoheit nehmen, aber ich kann also ein bisschen jedes Mal kämpfen, wenn sie zu wagemutig werden. Mhm. Aber dann rekrutiere ich auch mal die Freie Kompanie. Minus 8 Dukaten pro Monat. Nett. Ah ne, minus 5. Okay. Ach Gott, die frühe Karacke ist jetzt so halb fertig. Es dauert noch ein halbes, dreiviertel Jahr. Ja, die baue ich jetzt noch fertig. Die Frage ist, was machen wir mit Dithmarschen? Wir können auch Dithmarschen vasalisieren und denen dann Holstein und Schleswig geben. Ja, geht auch. Weiß nicht, hat Holstein Handelsideen in irgendeiner Form? Ich habe keine Ahnung, ich kenne die holsteinischen Ideen leider nicht. Warte mal. Wir haben wieder nobles Erbe von Lübeck, weil Adel bei uns irgendwie Ansprüche auf Nachbarprovinzen hat. Anspruch auf Lauenburg, das werden wir nicht tun. Und die Händler erhalten wieder Einfluss. Und damit sind die Händler auch wieder dominant. Sehr schön. So. Machst du Plus im Moment? Ich mache ein bisschen Plus im Moment, aber nicht viel. Ah, okay. Ich habe halt auch mega viel Armee verloren und krieg nur 100 Rekrutenreserve, weil wir zu dumm waren. Ich krieg 200. Oh. Ich mache hier nochmal kurz einen Kampf. Das sollte aber funktionieren. Okay, ja, das kriegst du hin. Ein Händler kriegt Dithmarschen. Morgen kommt noch dazu. Na, vielleicht krieg ich doch nicht hin, lol. Was ist da denn los? Komm schon. Ach, die haben Artillerie. Nett. Komm schon, welcher Orden, du schaffst das. Also moraltechnisch gewinne ich das, aber halt.
truppenmäßig. Hui. Oh ja, sie sind gerade noch angekommen, der Deutsche Orden. Ja, nice, okay. Development Cost. Okay. Und die Free Farmers. Also die kriegen dann Händler, sehr viel mehr nicht. For Defense. Die kriegen auch einen Händler. Okay, Holstein ist besser. Dann würde ich vielleicht mal keinen Separatfrieden mit Dithmarschen schließen. Ich muss aber auch auf AE gleich achten, ich weiß nicht, wie viele du hast. Mhm. Ich auch nicht. So. Brandenburg, Mecklenburg, okay. Ich stelle mich noch nicht auf Holding, das bringt nichts. Zu gefährlich. Ich brauche eigentlich jetzt echt Admin Tech 7 erst einmal, bevor ich irgendwas anderes mache. Hast du Rekrutenreserve noch? 2000, ja. Aber ich reinforce auch selber gerade. Kannst du mir die Besetzungen übertragen? Ah ja, klar. Blockade in Lübeck. Ja. Aber irgendeine Schlacht verloren, ja. Stimmt, ich habe in Dithmarschen eine Schlacht verloren. Hä? Haben wir? Okay. Ja, am Anfang des Krieges. Okay, die dänische Flotte, die da gerade ist, müsste ich aber gleich schlagen können, wenn meine Flotte mal zurückkommt, oder? Fleißig einmal Kunden. Gedacht, ja, sie war, aber sie wollte sich einfach nicht zurückbewegen. Finde ich auch gut. Sie hat sich da einfach hingestellt und hat Probleme gekriegt mit Attrition. Okay, die Dänen hauen von alleine ab. Auch gut. Oh, da oh, kommen denn. Kommt die Dänen. Und zwar gar nicht weniger. Abbrechen. Die Söldner jetzt schon rekrutiert, ja, ne? Fuck. Ah, perfekt. Ja, okay, jetzt ist halt die Belagerung vorbei. Ich gehe mal ein bisschen weiter noch zurück, werden Schleswig kurzzeitig dann halt verlieren. Oder kannst du schon irgendwas rauspießen? Ich weiß nicht, ob das nee, Schleswig ist tatsächlich wichtig, wenn du das hältst, weil dann marschieren die halt nach Dithmarschen und dann ist doof. Ja, okay. Aber ich bleib einfach mit meinen Truppen in Schleswig stehen. Ich hab halt viel zu wenig Mann und die haben halt deutlich mehr noch. Obwohl die auch nur noch 5000 Rekrutenreserve haben. Jetzt halt. Okay, da muss jetzt unser Syndikus, glaube ich, mal selbst angreifen. Die Belagerung von Dithmarschen. Ist gut geschützt, da kann selbst ein Feigling sich mal als Armeekommandant behaupten. Gut, gut, gut. So. Ich könnte noch eine zweite Söldnertruppe rekrutieren, glaube ich. Ne, wobei die kosten extrem viel dann. Ein krasser Unterschied. Wir verbessern natürlich die Heerestechnologie, das ist ganz klar. Und warten dann im Grunde nur auf die Belagerung von Dithmarschen. Wobei wir uns, glaube ich, parallel jetzt auch mal auf Koldingen stellen könnten. Die Doktrin des Partilogen. Du würdest nicht unbedingt versuchen. Eine Debatte, aha. Ne, wir werden natürlich keine Unruhe jetzt zulassen. Und Riga hat unsere Handelsliga verlassen, warte mal, was? Riga hat eine Provinz erobert. Ach, komm schon. Natürlich haben wir das. Ach Gott.
Okay, dafür darum müssen wir uns nach dem Krieg kümmern. Wolgast belagert jetzt Kolding. Oh, Wolgast auch mit dem Krieg. Ja, das ist eine schöne Ablenkung. Ach nee, ja, jetzt nimmer. Weißer Friede. Okay. Jetzt kommen halt alle. Dänen, Norweger. Alle dabei. Ja. Ja. Ich senke mal ein bisschen die Inflation und es bringt richtig viel. Christiana Pietas. Yay, Entwicklungskosten. Und Wolgast hat den Livonischen Orden um Gefallen gebeten. Das ist ja super interessant. So. Und Tuch, ich habe League of Legends im Hintergrund offen. Das ist natürlich sehr gut. Aber dann schön da die die Einladung in die Gruppe hört. So. Ich würde es jetzt vielleicht mal riskieren, dass wir nach Kolding weitergehen, weil jetzt ist auch Lauenburg dabei. Und das Marschen okay. Jeden Moment kaputt. Dann sagen wir, schicken die ganzen Söldner darauf. Ja, meine Söldner belagern schon Dithmarschen. Achso, ja gut. Aber ich habe den Deutschen Orden dabei. Ja, easy. Ja, wobei, dann ziehe ich die Truppen wieder zurück. Okay, okay. So. Naja, Dithmarsch ist gerade fertig. Perfekt. Hä, Lauenburg, hallo? Tschüss. Hast du Schulden eigentlich? Also, machst du Minus? Ja. Ja. Oh, die kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen. Ich bin ein bisschen alleine hier. Ah ja, okay, okay. Easy, oder? Danke. Ah, knapp, aber die Moral bringt's. Yo, wir haben 13.000 Mann verloren. Kannst du irgendwie rauspießen, weil wir haben wirklich keine Mannstärke mehr, basically, also... Ist das schon, reicht das schon oder so? Weil 27% steht bei mir. Wir haben 30%, ja. Insgesamt. Ja. Warte mal, also. Auch nur Holstein zu erobern bedeutet, dass wir das vorbrauchen, leider. Bleiben wir mal alle da drauf stehen. Wir könnten eventuell auch stürmen, ich weiß nicht. Ich mach mal einen Heiligen Krieg. Schön Papsteinfluss. Ein bisschen Gruppenreserve dazu. Ich weiß nicht, ob das. Bringt das direkt was? Ein bisschen monatlich, aber nicht viel. Gott, deine freie Kompanie und deine Reichsstadtkompanie sind ja komplett. Desmond hat die Liga verlassen. Die sind auch größer geworden. Na super. Müssen wir gleich uns in Ruhe anschauen nach dem Krieg, wie es mit der Liga ausschaut. Ja, aber ist Straßburg williger, weil die halt nicht so groß ist die. Oh, sie kommen schon wieder. Geht weg. Ja, die gehen auch weg, weil die haben keine Moral und so. Die sollten auf keinen Fall zusammenfassen, gell? Nee, sollte noch nicht, nee. Ich hab mal Erde verbrannt, dass wir zumindest langsamer kommen. Okay, jetzt laufen wir uns rum. Oh, administrative Gedankenblitz, hui. 15 Fortschritte der Regierungsreform. Die Frage ist eigentlich ja auch, ob ich mir diesen Vasallen überhaupt leisten kann. Feindlich nicht. Auch man könnte es nur Holstein nehmen und dann einfach nur Holstein. Geht nicht, weil ich die, weil wir keine Festung besetzt haben in dem Gebiet. Das ist ja der ganze Stress, den wir jetzt haben. Yay, ein Seuchenausbruch. Das tötet auch unsere Leute, ne?
Ugly. Was wir hätten machen können, das fällt mir jetzt erst auf, wir hätten mit zufälliger neuer Welt spielen können. Das wäre lustig gewesen. Jo. Warum hat Lauenburg eigentlich ein hohes Freiheitsbestreben? Man weiß es nicht. So, Holstein wurde von Dänemark besetzt. Da müssen wir dann einmal noch kurz hinlaufen. Das ist der das Kriegsziel. Das ist die Frage, ob wir Kolding vor Dithmarschen kriegen. Dithmarschen kriegen, genau. Theoretisch könnten wir auch nochmal die Schlacht suchen. Ach man, Schweden. Schwedens Unabhängigkeitsbestreben ist einfach 70%. Utrecht will Geldern angreifen, das ist okay. Waffenstillstand mit Riga beendet, okay. Könnte etwas schneller stellen, wenn wir gerade eh nur beide hier sitzen. Also ja. Beide nur belagern. Den wir. Nachschubmangel minus 7, okay. Minus 35. Du bist der Danzig um 5 Vertrauen gebeten. Ist die Frage, ich glaube, ich gehe mal auf eine Stabilität. Fällt mir gerade ein, ich kann ja noch mal gucken, was er bei Danzig anfängt. Gut, Kolding gewonnen. Ja, Kolding ist frei. Holstein. Das ist Holstein eigentlich. Ja, kannst du mir Kolding übertragen? Ah, ja, klar. Schlupp. Mach ich gerne, du zahlst für das Wort. Ja, ich kann es mir leisten. Ich mach plus 4 jetzt, während des Krieges immer noch. Ja, ich habe 18 Kriegsmüdigkeit. Wir könnten tatsächlich aber nochmal die dänische Armee crushen. Es gibt Kriegsstand. Und wir kämpfen eventuell gleich nochmal gegen Dänemark, wenn Schweden aufsteht. So, Sachsen-Lauenburg. Wir haben gerade keine Unterstützung für die Unabhängigkeit, außer wenn wir einen Waffenstillstand haben. Dann können wir ja, aber trotzdem, ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn wir Dänemark ein bisschen schwächen. Weiter. Rekrutenreserve ist 2000 okay. Von Dänemark. Dann jetzt schön die Regimenter zusammenfassen. Warte. Kommen die alle am gleichen Tag an? 18., 19., 20. Nee, kommen sie nicht. Deine eine Armee kommt. Ja, okay. Die haben keinen General, das sollte eigentlich trotzdem easy sein. Hui. Behandlung über Natur, Philosophie, das sind natürlich interessante Ideen. So. Ja, Kriegspause ist ein wichtiger Call. So. Ich wollte eigentlich noch einen Rivalenkrieg machen, aber das wird erstmal nichts. Also die Frage ist, wie viel AE kriege ich, wenn ich ganz Schleswig-Holstein praktisch annektiere? Okay, das geht sogar. Pass mal auf, dann annektiere ich, glaube ich, Dithmarschen. Und schlage das dann Holstein zu. Frankreich verliert einen Krieg gegen Spanien, merke ich gerade. Oh, interessant. Vielleicht zwingt ja Spanien Provinzen abzutreten. Navarras verbündet also mit Frankreich. So. Okay, die wollen nicht. Wir müssen noch ein paar Provinzen belagern, so Westjütland. Mhm. Und theoretisch könnten wir auch ganz, ganz viel Geld fordern, aber da müssten wir warten. So. Geheimgesellschaft in der Regierung. Oh nein, die Gilde bildet Geheimgesellschaften. Ihr könnt den Text gerne durchlesen und pausieren, aber... Ja, natürlich, die Gilden werden sich gegen die Aristokraten durchsetzen, das ist ganz klar. Und Korn werden wir natürlich nicht. So. Mhm. So, Jütland ist eingenommen. Gut. Das geht. Wir könnten 400 Dukaten theoretisch fordern oder Kriegsreparationen oder sowas. Mhm. Okay. Was wir machen könnten, wir könnten das jetzt wirklich noch ein bisschen ziehen und uns ein bisschen Geld krallen, weil das wäre cool.
Ja, im Moment mache ich gerade Plus, da habe ich nichts gegen. Ich muss eh auf die nächste Tech warten, um Kolonie anzufangen. Gut, dann machen wir das. Ist noch extrem mehr dauern, obwohl meine Kriegsmündigkeit natürlich bei 19,191 ist. Ja, das ist bei mir ähnlich. Oh, weitere Barken müssen gebaut sein. Angebote aus Dänemark, weißer Friede, das kann ja sowas von knicken. Wieso sind, warte mal, wieso sind wir nur noch bei 16% Kriegsstand? Ach so, Blockade in Bremen. Oh Gott. Ja, gleich nicht mehr. Ah, wohl doch. Ja, doch, mit der Größe der Flotte schon. Warte mal, die haben hier nur noch wenn eine Schiffe von... Wenn sie irgendwie die Flotte teilweise abziehen, dann kann ich... Warte mal, Schweden hat seine Flotte draußen. Krass. Ja. Was ist denn deine Flottengröße? Okay, okay, sie kommen. Ja, ja, sie haben vor der Küste von England haben sie mich gestellt, alles gut. Da gewinne ich aber gerade. Ja, das weil ist nur die Hälfte gestellt haben. Ja, nicht ganz überraschend, dass du dann gewinnst. Ja, nee, ich gehe aber mal zurück, weil sonst kann ich die andere Flotte nicht mehr kämpfen. Ich repariere lieber mal in Bremen, indem ich fliehe. Oh, Stabilität. Nice. Eigentlich okay, dürfen sie jetzt nicht nach Nordjylland gehen können, wenn ich die Vormechanik richtig verstehe, genau. Das heißt, theoretisch könnten wir sie okay. angreifen in Kolding. Können sie auf Kolding? Ja. Also ich habe gerade mal noch 8000 Mann. Deutsche Orden 3000, du insgesamt. Ja, das gewinnen wir doch, oder? Ja, müsste. Dann, oh, drei Merkantilismus. Let's go. Rauf, rauf, rauf. Ja, ja, ich hab schon geklickt, es dauert noch ein bisschen. Oh, ich hab grad Handelseffizienz 10% bekommen. Okay, 30% niedriger Enthusiasmus, das sollte jetzt gehen. Sehr gut. Dann habe ich aber doch nur ein verkaufen kann, weil die restlichen gerade nicht so sind. Ich dann nicht übrig habe. Okay. Soll ich Kriegsreparationen fordern oder ganz viel Geld? Ich weiß nicht, was effektiver ist. Ich will natürlich viel Geld, weil Kriegsreparationen kommen bei mir nicht an. Ja, die kann ich ja irgendwie an dich weiterleiten. Oder du machst Kriegsreparationen und den Restgeld, je nachdem, was geht. Ja, nicht so viel leider. Wir kommen nur okay, auf diese 32%, also die wir haben. Okay, wir könnten noch kurz Ostjylland belagern. Ja, gut, ja. Ich bin auch gespannt, wie die Vasallen es vertragen, wenn ich jetzt noch einen dritten Vasall krieg. Und bei wenig Manpower kannst du auch schlecht Armee behalten, ne? Musst du eigentlich die Söldner behalten, ist ja kurzzeitig. Ja. So. Okay, ich mache tatsächlich, glaube ich, Reparation unter Restgeld. So. Gut. Holstein kriegt Dithmarschen zugesprochen. So. Jetzt ist die Frage, kann ich hier irgendwas machen? Armeesubventionen aktivieren? Nee. Ja, schon beschwichtigen vielleicht. Ja. So, Fähigkeit kann gekauft werden. Was nehmen wir denn da? Kampfbonus für Terra der Hauptstadt, Kavallerie, Infanterie. Das ist irgendwie alles nicht so konsequent für uns. Machen wir das. So, und jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, wie wir die Vasallen in Kontrolle halten sollen. Holstein und Lauenburg haben hohes Freiheitsbestreben.
na gut. Ja, der Deutsche Orden nicht tatsächlich. Der ist nach wie vor unschlagbar dankbar für die Provinzen, die ich ihm erobert habe. Und er ist als einziger eine Mark. So, Dänemark hat Lübeck als neues neuen Rivalen bestimmt. Ich frage es jetzt. Wir sind noch lange nicht dabei, die nächste Diptech zu erforschen. Dementsprechend. Brauche ich leider sehr dringend. Komme ich nicht an in der Karibik. Einmal 4 Entwicklungen. Wenn du Karten haben willst, ne? Kannst du natürlich schon anfragen. Bei dir oder was? Jo. Ach so. Ja, warte. Nicht auch gut. Dann kannst du direkt wieder zurück anfragen, ne? 3 Stück, wow. Soll ich zurück? Ja. Erstmal gegen Vertrauen tauschen. Und dann sehen wir weiter. Jetzt so, schauen wir mal in Richtung. Karten im Sinne von neue Welt, aber okay. Gefallen geht natürlich auch. Warte mal, wir können Man, wir können Straßburg und Sligo einladen. Lade ich mal Straßburg in die Handelsliga ein. Gut. 17, 16, 32 in der Ostsee immerhin. Gut. Haben wir hier Handel schützen. So, die Lübsche Adler. Was ist euer Problem eigentlich? Okay, eure Meinung ist noch nicht so gut von mir. Relative Wirtschaftsmacht von Vasallen und Mark im Verhältnis zu Lübeck. Okay, wir haben eine Wahl. Und Wenzel Engel hat sich ja im Krieg als Feigling erwiesen. Deswegen würde ich sagen, wir wählen ihn auf jeden Fall ab. Das gibt eigentlich keinen Grund, ihn wieder zu wählen. Ich habe ein Schiff für dich. Yay! Okay. Moment. Kein tolles Schiff, habe ich nur erobert. Ja, ich muss kurz den 8-seitigen Würfel werfen. Und es ist eine 2. Das heißt, wir erhalten einen diplomatischen Kandidaten, wie so oft. Und es ist Florian Vollmer, bereits 55 Jahre alt. Für 10, wow. Ja, gut, nehmen wir. Ja, das war, glaube ich, niedrig, so, oder kann man es noch auf 0 stellen? Kannst es auf 0 stellen. Oh, okay. Ach Gott, und er ist ein Dummschwätzer. Irgendwie die Syndikusse derzeit, die erfüllen nicht so gut ihre Pflicht gegenüber der Hanse. So, das ist eine Bark, was wir da haben. Die Frage ist jetzt auch, können wir Hamburg wieder in die Hanse einladen? Das wäre sehr, sehr nützlich. Noch übertragen sie Handelsmacht. Vielleicht geht das ja. Deswegen. Nee, deswegen geht es nicht, sondern ich habe Wolgast als Rivalen, mit dem sie verbündet sind. Und du hast sie als Rivalen, mit dem ich verbündet bin. Nee, sie nicht. Ich habe sie ja aufgekündigt gehabt. Jetzt. Ja, aber sie haben dich inzwischen als Rivalen. So. Ja, genau. Ah, wobei. Holsteinische Bauern. Soll ich die crushen oder soll ich die durchlassen? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das die Manpower wert ist, aber deine Sache. Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist mir dann Holstein gewogen. Wenn du die Manpower drauf machst, dann sind die anderen noch aufwiegeliger. Also. Naja, ich habe jetzt eher Söldner. Deswegen. Ich habe eine glatte Development-Zahl mal wieder erreicht. Sehr schön. Hui. Ja, ich bin bei 41 inzwischen. Genau, du könntest auch langsam mal anfangen mit Vasallen. So Richtung Stade werden. Ja. Hatte ich ja vor. Aber. Moment, ist das schlecht mit der Manpower? Ja. Ich weiß nicht, ob die Manpower überhaupt da mitzählt, ne? Was? Nein, wegen Krieg meinte ich. Ja, gut. Muss ich noch raus. So, die Holstein, glaube ich, mache ich auch zur Mark. Frage, eigentlich müsst ihr Freiheitsstreben dadurch runtergehen, dass ich
ich jetzt ihre Brunzen belagere. 93, ja, tatsächlich, aber nicht viel. Wir kriegen gleich minus 2 Unruhe wahrscheinlich, wenn Österreich nicht gerade im Krieg ist. Reichsreform. Und bald durch. Oh, und ich kann die Geschwindigkeit nicht halten. Ja, aber solange es auf 2 bleibt, ist alles gut. Könnt Österreich um 5 Vertrauen gebeten, okay. Und hier... Ja, ich glaube, die Flotte muss mal wieder raus. So, Kriegsmarine, yay. Heieiei. Bremen Herrschaft über Mark, Herrschaft über Vasall. Ich habe schon jetzt eine Beziehung zu viel. Uff. Mit 3 Vasallen. Das ist eh die Frage. Ich hatte letztes Mal regeltechnisch so ein bisschen eine Ausnahme für die Provinz Lauenburg gemacht. Weil das historisch eine extrem von Lübeck abhängige Region war. Also, das war halt quasi der Durchgang zwischen den Hansestädten Wismar, Hamburg, Lüneburg und Lübeck. Und da war die Hanse unfassbar mächtig in der Region und hat quasi alles dominiert und kontrolliert. Deswegen, das ist für mich die einzige Provinz tatsächlich, die man argumentativ, also wo man argumentieren kann, dass man die annektieren darf nach unseren Hausregeln. Jo. Ja, genau. Aber auch bei dir, du kannst ja jetzt mit 50 Entwicklung locker Vasallen kontrollieren. Also theoretisch auch so Braunschweig oder so, wenn du das möchtest. Ja, aber ich habe ja erstmal gedacht, Karibik, je nachdem, wie das dann ist. Obwohl, ja. Nee, die zählen ja nicht zusammen, ne? Kolonie und Vasall. Die zählen nicht zusammen. Ja, könnte ich machen. Ich baue jetzt erstmal wieder meine Armee auf, mal gucken. Hamburg Beziehung auf 100 verbessert, ui. Die mögen uns nicht, heilige Scheiße. Ich glaube, da müssen wir zwischen den Folgen mal ganz genau schauen, wie das ist. Mit Dingenskirchen. Na gut, ich verabschiede mich dann an dieser Stelle. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut und Servus. Huch. Hat nicht so geklappt, wie ich es wollte. Gut, jetzt hat. Servus.